Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Heute geht es um das Thema Angst, Auto zu fahren auf der Autobahn. Was tun? Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Simone Morawiec. Sie ist Fahrangstcoach aus Düsseldorf und seit vielen Jahren Expertin für das Thema Bekämpfung von Fahrangst. Frau Morawiec, schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich auch. Menschen, die Angst haben, auf der Autobahn zu fahren, kommt das häufig vor? Ja, also das kann ich so aus der tagtäglichen Praxis sagen. Also die Leute, die zu mir kommen, die haben häufig ein Problem, auf der Autobahn zu fahren. Also es ist definitiv kein Einzelfall. Sind es vorwiegend Fahranfänger oder auch welche, die schon, eigentlich schon länger fahren? Ja, man würde denken, es sind die Fahranfänger, ja. Ne? Die sind es auch, aber es sind tatsächlich auch Menschen, die sehr routiniert sind und an sich fahren können und viel Praxis schon gesammelt haben. Also die Fahranfänger, klar, die haben natürlich erstmal eine Herausforderung, mit diesen ungewohnten schnellen Geschwindigkeiten klarzukommen, das motorisch auch alles so hinzukriegen. Da muss man ja doch sehr viele Dinge zu einer kurzen Zeit oder einem kurzen Zeitraum machen. Da ist es, glaube ich, nachvollziehbar. Es gibt aber eben auch Menschen, die schon lange gefahren sind, gar kein Problem haben. Also ich denke da gerade an so einige Außendienstler, die bei mir sind. Und die haben ein Erlebnis gehabt, was dazu führt, dass daraus sich dann so eine grundsätzliche Angst vor der Autobahn entwickelt. Und was sind das für Erlebnisse, die also einen routinierten Autofahrer dazu bringen, plötzlich Angst vor der Autobahnfahrt zu entwickeln? Ja, das kann natürlich klassischerweise ein Unfall sein. Das liegt wahrscheinlich auf der Hand. Wobei das auch nicht immer so sein muss, dass ich als Betroffener wirklich den Unfall selber erlebt habe. Es reicht manchmal schon, sowas zu sehen oder auch davon gehört zu haben. Das kann durchaus dazu führen, dass man dann eine Angst davor entwickelt. Und es gibt aber auch Menschen, die als Beispiel von einer Panikattacke auf der Autobahn überrascht werden. Ja, und das ist dann so ein Erlebnis, da verknüpft derjenige dann Autobahn, Autofahren, Panikattacke zusammen und dadurch entsteht dann eben diese Angst vor dieser Autobahn. Also bei einem Unfall ist es ja wahrscheinlich auch für jeden nachvollziehbar, dass man plötzlich eine Angst vor der Autobahn entwickeln kann. Aber wie ist es mit einer plötzlichen Panikattacke? Wie kommen die denn plötzlich zustande? Ja, das ist das große Fragezeichen, das die Menschen, die davon betroffen sind, auch haben. Die verstehen das nämlich überhaupt nicht, weil sie werden wirklich davon überrascht. Also so eine Panikattacke, wer jetzt sowas schon mal hatte, der weiß auch, das kommt von jetzt auf gleich. Das kündigt sich vorher nicht groß an. Und das ist das Riesenproblem, dass das erstmal nicht nachvollziehbar ist für denjenigen. Da entsteht da so eine Angst vor der Angst, also dass sie dann anfangen zu vermeiden. Also als Beispiel diese Außendienstler, mit denen ich zu tun habe, die fahren dann irgendwann nur noch über die Landstraße, was natürlich ein Riesenproblem ist. Denn wenn die Kunden erreichen wollen, dann dauert das halt im Zweifel viel zu lang. Da entstehen dann auch so Ängste, den Job zu verlieren und. Aber wir waren ja bei der Frage, was ist die Ursache dafür? Also Ängste und auch Panikattacken haben immer eine Funktion, nur es ist halt auf den ersten Blick nicht immer so deutlich erkennbar. Wie meinen Sie das genau? Was ist mit Funktion gemeint? Was steckt da dahinter? Ja, also vielleicht fangen wir mit dem einfachsten Fall an, nämlich dem Unfall. Da ist es, glaube ich, am ehesten nachvollziehbar. Klar, wenn ich sowas erlebt habe, möchte unser Körper, unser System natürlich, dass wir das nicht nochmal erleben. Daher Schutzfunktion ist nicht nochmal zu erleben, glaube ich, sehr einfach nachzuvollziehen. Und auch bei einem Fahranfänger, also jemand, der grundsätzlich noch nicht so viel Fahrerfahrung hat, macht das ja sehr viel Sinn, dass der Körper eine gewisse Schutzfunktion ausübt. Weil wenn man sich mal überlegt, wie schnell wir eigentlich auf der Autobahn fahren, also Richtgeschwindigkeit so 130 Kilometer in einer Stunde, ist übrigens eine ganz komische Angabe, wenn man mal darüber nachdenkt, so Kilometer pro Stunde. Wenn man das auf Sekunden umrechnet, dann wird einem klar, wie schnell das ist. Das sind nämlich so ungefähr 39 Meter in der Sekunde, die wir da zurücklegen. Und dann mal überlegen, wie schnell wir selber als Mensch überhaupt laufen können. Also der schnellste Mensch der Welt, Usain Bolt, der hat ja seinen Weltrekord auf 100 Metern mit 9,58 Sekunden gemacht. Und wenn man das auf Kilometer pro Stunde umrechnet, dann sind das noch nicht mal 40 Kilometer pro Stunde. Also heißt ja im Umkehrschluss, wir sind ja alle nicht so schnell wie Usain Bolt, also wir können ja bei Weitem uns gar nicht so schnell fortbewegen. Also unsere Reaktionszeit als Mensch ist gar nicht darauf ausgelegt, dass wir da jetzt mit 130 km/h oder schneller über die Autobahn fahren. Das heißt, wenn man das aus diesem Blickwinkel mal betrachtet, ist diese Schutzfunktion schon gar nicht so unclever. Ja, und es ist ja auch ein sehr dynamischer Prozess auf der Autobahn. Da passiert ja jede Sekunde was anderes. Ich muss darauf reagieren und da brauche ich natürlich erstmal ein bisschen Zeit, mich da einzufinden. Und daher ist diese Schutzreaktion gar nicht so dumm. Ja, aus dieser Perspektive betrachtet ist diese Funktion durchaus sinnvoll und auch sehr nachvollziehbar. Aber welche Funktion hat es, wenn ich als erfahrener Fahrer eine Panikattacke auf der Autobahn bekomme?
Ja, da wird es schon ein bisschen komplexer. Also auch die Panikattacke ist ein Warnsignal, dass irgendwas nicht passt. Und das hat meistens mit unserem Gesamtsystem zu tun. Also es hat oft damit zu tun, dass wir einen Raubbau betreiben, ja, dass wir viel zu viel machen in unserem Leben, dass echte Ruhephasen fehlen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie ein Fass, das so kurz vorm Überlaufen ist. Also all das, was wir so machen, mit dem wir gefordert sind im Leben, damit ist das Fass gefüllt und es ist halt immer kurz davor, überzuschwappen. Und diese Panikattacke ist dann der Moment, wo es überschwappt. Und das will uns aber eigentlich was sagen, dass wir nämlich mal genau hinschauen sollten, ob wir da vielleicht nicht in unserem Leben was Grundsätzliches ändern müssen. Ja, was empfehlen Sie dann? Was kann ich da dagegen tun, dass sowas nicht erst passiert? Ja, also definitiv mit einem Fachmann mal drauf schauen. Ne, das ist jetzt natürlich bei einer Panikattacke, da müssen Sie ja auf mehrere Dinge, also sich Hilfe suchen. Zum einen gucken, warum ist dieses System, dieses Fass am Überlaufen? Also wie können Sie da Besserung schaffen? Wie kriegen Sie das Fass weniger stark gefüllt? Das werden Sie alleine wahrscheinlich schwer hinkriegen, weil Sie zu sehr da drin hängen, schon seit Jahren vermutlich. Da geht es so ein bisschen darum, warum oder wie können Sie das schaffen? Wie können Sie Ihre Lebenssituation verändern? Und natürlich auch Techniken zu erlernen und einzuüben, wie Sie diesen Kreislauf oder diese Mechanismen, die bei einer Panikattacke immer stark vorhanden sind, unterbrechen können. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, über diese Mechanismen ist vielleicht nochmal so eine Sache, was man verlinken könnte, wo jemand nachschauen kann. Gerne, wir verlinken das sehr gerne zu dem Thema, das wir damals hatten. Aber können Sie denn für unsere Zuschauer diese drei wichtigen Dinge, die bei Angst vorm Autofahren auf der Autobahn machbar sind, nochmal zusammenfassen? Ja, also erstmal werden Sie sich bewusst, warum Sie die Angst haben, weil das ist ja wichtig zu unterscheiden. Der Unfall, ist es die wenige Übung oder sind es eben die Panikattacken? Dann suchen Sie den richtigen Fachmann dafür. Das können wir vielleicht auch noch ergänzen, denn das hatten wir jetzt gerade zum Thema Unfall halt noch nicht gesagt. Also da ist natürlich ganz klar ein Traumatherapeut die richtige Wahl, ganz klar. Da geht es ja darum, das aufzuarbeiten, dieses Trauma. Und wenn es nur die mangelnde Übung ist, ja, dann hilft vielleicht auch mal ein paar Stunden in der Fahrschule zu machen. Und wenn es sich eher auf dieser mentalen Ebene abspielt, beziehungsweise Sie mit Panikattacken konfrontiert sind, dann wäre das jemand, der wie ich arbeitet und mit Ihnen da aus der kognitiven Verhaltenstherapie Techniken anwendet. Wenn sich jetzt unsere Zuschauer bei dem Thema wiederfinden und sich auch gerne weiterführend darüber informieren wollen, haben Sie da einen Tipp? Ja, Sie können jederzeit ein Beratungsgespräch vereinbaren, übrigens auch per Skype, wenn ich aus Düsseldorf kommt. Denn erfahrungsgemäß fällt es vielen schwer, sich da so zu 100% richtig einzuordnen. Da kann man dann mal Klarheit schaffen. Frau Morawiec, vielen Dank, dass Sie zu diesem Thema heute bei uns im Studio waren. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten und verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio.